Herzlich willkommen zu unserer Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. Im ersten Teil dieser Videoserie im Modul 2 geht es jetzt darum, welche Hard- und Softwarelösungen gibt es, um Energieverbräuche in Unternehmen zu erfassen und zu analysieren. Welche Messgrößen kann ich eigentlich im Unternehmen erfassen? Im Vordergrund steht natürlich die Erfassung von Stromverbräuchen, mit denen sich diese Reihe auch beschäftigt. Aber es gibt auch andere Energiegrößen wie Gas- oder Wärmemengenverbrauch für Heizung und Warmwasser. In manchen Betrieben spielt auch Dampf oder Kälte eine Rolle. Das kann auch messtechnisch erfasst werden. Aber es gibt auch an vielen Stellen in der Produktion, im Betrieb Stellen, da werden Größen erfasst. An Maschinen, sind sie aus oder an? Wie voll ist noch der Tank mit Material? Auch wichtige Einheiten wie Temperatur, Druck oder Durchflussmengen in Rohren werden standardmäßig erfasst. Zusätzlich gibt es auch noch betriebliche Kennwerte, wie zum Beispiel die Stückzahl der produzierten Güter. Im Folgenden möchten wir uns auf das sogenannte Energiemonitoring fokussieren. Da geht es vor allen Dingen um die Erfassung der Stromverbräuche. Um den Stromverbrauch in Unternehmen zu erfassen, wird Messtechnik gebraucht. Es gibt verschiedene Bauarten von Messtechnik für Stromverbräuche, die wir uns im Folgenden anschauen möchten. In jedem Unternehmen natürlich vorhanden ist ein Stromzähler, der den Stromverbrauch im Unternehmen erfasst. Hier kann ich den Zählerstand ablesen. Neuere Stromzähler ermöglichen auch die Auslesung von Daten für die weitere Analyse. Ergänzend dazu kann ich mobile Messtechnik einsetzen. Diese wird an bestimmten Punkten im Unternehmen aufgebaut, um Stromverbräuche einzelner Geräte oder Bereiche zu erfassen. Dies erfolgt in der Regel über eine kurze Zeit, das heißt über mehrere Tage oder Wochen, nicht über ein ganzes Jahr. Die mobile Messtechnik wird daher eingesetzt, um für einen kurzen Zeitraum den Ist-Zustand des Energieverbrauchs zu erfassen. Langzeiteffekte oder saisonale Einflüsse auf den Stromverbrauch können damit nicht erfasst werden. Stationäre, das heißt dauerhafte installierte Messtechnik, kann ähnlich wie die mobile Messtechnik eingesetzt werden, um einzelne Bereiche oder auch Anlagen im Unternehmen zu untersuchen. Hier wird über einen längeren Zeitraum gemessen und ich kann über den gesamten Jahresverlauf oder noch länger Daten erfassen und auswerten. Je nach eingesetzter Messtechnik habe ich natürlich auch mit unterschiedlichem Aufwand und Investitionskosten zu rechnen. Der Stromzähler als solches wird ja vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber installiert. Die mobile Messtechnik kann ich mit relativ überschaubarem Aufwand installieren und wieder abbauen. Der Einsatz stationärer Messtechnik bringt naturgemäß den höchsten Aufwand mit sich, weil ich ja in die Messtechnik und dazugehörige Software investieren muss. Somit wird deutlich, dass je nach eingesetzter Messtechnik der Aufwand immer weiter steigt hinsichtlich Einbauen und Investitionen. Je nach eingesetzter Messtechnik ergeben sich auch unterschiedliche Möglichkeiten, die Daten zu analysieren. Der einfachste Fall ist, am vorhandenen Stromzähler die Daten auszulesen und in eine Tabelle einzutragen. Dies kann dann in Form eines einfachen Excel-Tools ausgewertet werden. Auf der nächsten Stufe kommen dann schon professionelle Softwarelösungen zum Einsatz. Habe ich eine entsprechende Messtechnik installiert, kann ich die daraus generierten Daten über die Stromverbräuche in verschiedenen Softwarelösungen wie zum Beispiel einem Webbrowser oder einer App auswerten. Das bietet mir die Möglichkeit, die Energieverbräuche anschaulich zu visualisieren oder auch Anomalien zu erkennen, wie ein ungewöhnlich hoher Stromverbrauch, zum Beispiel am Wochenende. In diesen Softwarelösungen kann ich sowohl die Daten aus dem Stromzähler einbinden, wie auch die Daten aus mobiler oder stationärer Messtechnik. Noch einen Schritt weiter gehen Energiemanagementlösungen, die nicht nur Stromverbräuche erfassen und analysieren, sondern auch Verbraucher und Erzeuger steuern können. Dadurch kann ich zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen elektrischen Verbrauchern, Erzeugern wie einer Photovoltaikanlage und auch Speicher optimieren. So viel zum Thema Messtechnik in Unternehmen. Im nächsten Video wird es um die Zusammensetzung des Strompreises für Unternehmen gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.